Ja, das ist ja klasse. Habe ich das Meisterpaar gleich bei mir vor der Linse. Glücklich heute, Saisonabschlussspiel. Meisterschaft wird heute gefeiert. Auf jeden Fall. Kann man endlich durchatmen und abschalten heute, oder? Nach dem Spiel. Ja, beides, ja. Beides, ja. Und Vorfreude schon auf die neue Saison? Ja, mega. Ja. Habe ich auch, ja. Ich freue mich auch drauf. Schön, ja. Und, aber erstmal haben wir heute noch ein Spiel zu spielen. Ja, da wollen wir jetzt noch eine schöne, gute Leistung bringen, ja. Davon gehe ich aus. Dann sehen wir uns nach dem Spiel nochmal. Bis dann, ja. Danke. Can you see? Mit geht, mit geht. Ja, mit
Thank you.
Sauber gemacht. Hey, Leute, komm!
19. Spielminute. Tor für den SV 67 Weinberg. Torschützin war unsere Nummer 29, Lisa Wich. Neuer Spielstand 2:0. Thank you. Klasse. Thank you.
auf die Fans. Tempo. Noch eins. Yeah.
Schön. Liebe Zuschauer, ich möchte die kurze Unterbrechung dann mal nutzen und will nochmal darauf hinweisen, dass jetzt gleich in der Halbzeit die Ehrung unserer U17-Meistermannschaft stattfinden wird zur Meisterschaft in der Landesliga Süd und im Aufstieg in die Bayernliga offiziell durch den Bayerischen Fußballverband. Thank you.
Das war der Halbzeitpfiff. Zur Halbzeit steht es in der Partie zwischen dem SV 67 Weinberg und den Kickers Offenbach 2:0. Like
Die erste Liga, ja.
Fußspitze? Ja, hier. Scheiße, da haben wir jetzt nicht dran. Nee, nee. Ein bisschen kaltes Wasser. Mitte Nummer 17, Sarah Hofmann. Und Mitte Nummer 30, Tilsa Istrefan. Abwanne! Ja,
Nati, gut, Nati. Ja. Thank you.
79. Spielminute. Der letzte Wechsel des SV 67 Weinbergs für diese Saison. Vom Feld mit der Nummer 29, Lisa Wich. Neu im Spiel mit der Nummer 9, Anna Wachal. Ist das eine Mannschaft?
65, Spielminute, Anschlusstreffer durch unsere Gäste. Torschützin war mit der Nummer 12, Lena Müller. Neuer Spielstand 2:1. Sie hatten ja vorhin schon die beste Torschance bisher in der zweiten Halbzeit. Ab die Busch! Ab die Busch! Ja, ja, ja! Sehr gut! Gut abgelaufen, Alma! Ja, Helene, Risiko! Ruhig, ruhig Risiko jetzt! Helene, nach vorne verteidigen! Helene! Helene! Ja! 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 Leute, lasst jetzt mal den Ball wieder ja, die laufen! Geht nicht mehr, die geht nein, Kabine! Hä? Die geht in die Kabine, die kommt nicht mehr. Ohne der da vorne. Kommen, 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 kommen! Draufschieben, draufschieben, draufschieben! Wieder rein, 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 nach vorne, genau! Ja, die geht in die Kabine, komm nicht mehr. 10 Mann jetzt, 10 Frauen. Ja. Weinberg jetzt zu 10. Runterspielen mit 10 Leuten. Einfach spielen, Leute! Schön Passspiel, schön schauen, wo die Leute stehen. Mittelfeld ruhig, wenn es geht. Ellen Ries. Ellen Ries ist auch nicht. Ja, ja, ja. Der Wacker muss auch nicht. Jetzt müssen sie hoffen, dass jetzt die 5 Minuten oder 6 Minuten noch rumbringen. Müsste eigentlich funktionieren. Liebe Zuschauer, ich möchte noch mal darauf hinweisen, direkt im Anschluss nach diesem Spiel findet die Ehrung für unsere erste Damenmannschaft für die Meisterschaft in der Regionalliga Süd durch den Süddeutschen Fußballverband statt. Es wäre schön, wenn ihr alle zum Unterstützen noch da bleiben würdet. Aber hallo. Unbesiegt in dieser Saison. Ich glaube, das bleibt auch so.
Wahnsinn. Neuer Spielstand 3:1. Thank you.